Hey Leute, in diesem Video erfährst du mal, wie du eigentlich so einen DIN A4 Brief richtig verhalten kannst, damit dieser einfach danach in einen Briefumschlag richtig reinpasst und nicht irgendwie oben oder unten zu lang geraten ist. Wenn du Bock darauf hast, dann bleib auf jeden Fall dran. Ich habe früher immer die sogenannte Wellenmethode gemacht. Also ich mache hier eine Welle in meinen Brief rein, schaue, dass diese ungefähr gleichmäßig ist, dann noch etwas glatt streichen. Und dann kann man auch schon das Problem sehen, dass meistens hier oben oder unten etwas länger ist. Was natürlich nicht sein sollte. Und aus diesem Grund zeige ich dir jetzt eine Methode, welche noch einmal effizienter geht. Hierfür benötigen wir einen Brief in DIN A4 und einen Briefumschlag, wie ich es hier jetzt schon habe. Den Briefumschlag drehen wir einfach einmal um, nehmen unseren Brief, schauen, dass die Beschriftung nach oben zeigt. Und dann gebe ich diesen Brief jetzt einmal hier oben an meinem Briefumschlag dagegen. Schau, dass der Verschluss offen ist, mache den Verschluss hier zu, dass das alles hier etwas befestigt wird und dann falte ich mal meinen Brief von hier unten bis zur Unterkante von meinem Briefumschlag. Das kann man ja außen relativ gut erkennen, wie hoch ich da gehen muss. Halte das alles mit meinem Daumen mal fest und dann mit meiner Hand bzw. Mein, meinen Fingern einmal leicht rüberstreifen und danach noch etwas stärker. Hierbei aber unbedingt darauf achten, dass wir nicht den Fingernagel hier unten verwenden sollten, ne? denn mit dem Fingernagel kann es sein, dass ich das Papier hierdurch zerstöre. Als nächstes kann ich mal meinen Briefenschlag auf die Seite legen, den brauche ich zuerst einmal nicht, drehe meinen Brief um und dann diese Unterkante hier an die Oberkante dagegen falten. Das sollte jetzt normalerweise auch kein Problem sein, da wir hier relativ gut hinschauen können. Ich mache das immer recht gern, dass ich meine Finger vorne als Abgrenzung hernehme und dann wieder leicht mit den Fingern falten und danach kann man noch einmal mit dem Daumen auch etwas fester darüber gehen, so wie es bei mir jetzt der Fall ist. Und schon können wir sehen, dass wir unseren Brief sauber gefaltet haben und der oben bzw. unten auch nicht irgendwie übersteht. Zum richtigen Einding in den Briefumschlag müssen wir diesen einmal umdrehen. Also diese Seite hier ist die Vorderseite, auf der Rückseite befindet sich dann dieser Verschluss hier. Wir müssen natürlich auch darauf achten, dass das von unserem Brief hier die Vorderseite ist. Also nehme ich den auch einmal verkehrt herum und dann schiebe ich diesen Brief einfach einmal in den Briefumschlag rein. Das geht relativ einfach, wenn man es ein paar Mal gemacht hat. Und dann gibt es noch verschiedene Verschließmethoden. Bei mir ist jetzt hier schon ein Kleber und hier ein Kleber angebracht, weswegen ich das hier einfach einmal zumachen kann. Danach noch etwas mit dem Finger andrücken und schon. Haben wir unseren Brief richtig gefaltet und dieser befindet sich auch in einem Umschlag. Doch jetzt schauen wir uns das Ganze natürlich auch noch beim Umschlag mit so einem kleinen Fenster hier unten an. Bei einem Umschlag mit einem Fenster hier unten drin ist es nämlich nur wichtig, dass dieses Adressfeld schön im Fenster hier drinnen ist, dass es von der Post auch gesehen werden kann. Ich habe jetzt hier mal noch einen alten Briefumschlag, den ich daheim gefunden habe, drehe diesen um, nehme auch wieder meinen Brief auf die Rückseite und dann gebe ich den Brief einmal in den Umschlag rein. Schaue, dass dieser schön hineingeht, was jetzt auch schon der Fall ist. Drehe den Brief einmal um und wir können sehen, der Brief wurde so gefaltet, dass dieses Adressfeld hier wirklich schön im Fenster drin ist, so wie es auch sein sollte. Wenn du dir für zu Hause jetzt übrigens solche Briefumschläge oder auch mehrere DIN A4 Blätter in hoher Qualität zulegen möchtest, was man wirklich immer mal wieder gebrauchen kann, dann kann ich dir hierfür wirklich nur Amazon empfehlen. Hier hast du nämlich eine sehr hohe Qualität zu einem relativ günstigen Preis von Marken herstellen und das Beste hierbei, das Ganze wird direkt zu dir nach Hause geliefert und du musst nicht extra in ein Fachgeschäft hierfür fahren. Wenn du dir also eins von diesen Untersilien hier zulegen möchtest, dann einfach mal hier unten drunter in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link klicken und du kommst direkt zu Amazon. Wenn dir dieses Video gefallen und somit auch weitergeholfen hat, würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen. Außerdem kannst du noch hier oben meinen Kanal abonnieren und somit kein neues Video mehr zu verpassen. Und hier unten in der Videobeschreibung auf den Link klicken, damit du meinen kostenlosen Energiesparrechner downloaden kannst, um zu Hause jährlich bis zu 500 Euro einzusparen.